Ja, hallo Leute, heute wollte ich euch mal das Real Steel E77 vorstellen. Flipper Pocket Knife Taschenmesser. Real Steel Performance, schon ein etwas älteres Modell. Also es gibt schon ein paar Tage auf dem Markt. Und ja, wir haben hier G10 Griffbeschalung, Lanyard Hole. Clip ist vierfach umsetzbar. Tip up, tip down. Fast, ich würde schon behaupten, fast ein Deep Carry Pocket Clip hier. Ja, G10 Griffbeschalung mit einer rauen Textur. Also mir gefällt es sehr gut. Hier haben wir einen kleinen Durchbruch in der Klinge, wie man sehen kann. Eventuell sogar feststellbar. Wenn man irgendwie ein kleines Metallstück hat und sich nicht sicher ist, ob das Messer bei Batoning, würde ich aber nie nutzen zum Batoning. Aber ich sage nur, wenn, könnte man da irgendwas durchstecken, Metall, das ist dann nicht so schnell, dass er, falls der Lock versagen sollte, ja, dass es dann noch zusätzlich gelockt ist. Wie gesagt, wir haben hier ein Liner-Lock-System. Steht eigentlich recht gut, würde ich behaupten. Flipper, das E77, hier steht nochmal Real Steel drauf. Auf der anderen Seite, hier sehen wir es, E77, Nahfokus, Hallo Fokus, will er nicht, naja, E77 Lian Gang Design und wir haben hier den Stahl verbaut, den 8CR14 MOV. Der Fokus, der macht ja heute gar nicht mit. Naja, gut. So ein paar Eckdaten zu dem Messer. Ich lese es mal vor vom Zettel. Ich habe den hier liegen. Ja, wie gesagt, Lockmechanismus ist Liner Lock. Wir haben hier den 80er 14 MOV Stahl verbaut. Klingenlänge 8,2 cm haben wir. Dann die Klingenstärke sind 3 mm oder 3,05 mm. Dann Handle, also Griffmaterial G10, Gesamtlänge von 19,1 cm und Gewicht liegen wir bei 108 Gramm genau. Also es flippt wie Hulle. Ich kann es euch mal demonstrieren. Zack, ist er auf. Also Klinggang ist auch, läuft wie auf Schienen, ist Butter. Na, Klinge fällt von alleine. Nun gut, an die Griffform. Geht recht hinten, recht spitz zu, wie man es sieht. Muss man mögen oder auch nicht. Aber in der Hand liegt es 1A. Also da kann ich nichts zu sagen. Also da haben die sich schon ein bisschen Gedanken zugemacht. Ja, schönes EDC-Messer. Hier nochmal, was Real Steel auf dem Zettel geschrieben hat: Everyday Carry, Tactical Rescue und Multi-Tool for Hunting. Naja, ob man es fürs Jagen benutzen muss, ich lasse es mal dahingestellt. Aber ja, gefällt mir sehr gut. Ist in meiner EDC-Rotation mit drinne. Ich kann euch noch mal kurz hier die Eckdaten reinhalten, dass der mitgelieferte Beipackzettel hier, könnt ihr ansonsten mal auf Pause drücken, wenn euch das interessiert, aber gesagt hatte ich es eigentlich schon. Ja, Real Steel E77. Allgemein die Real Steel Messer gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Preis-Leistung ist top. Ja, Entschuldigung für mein Telefon hier, das hat gerade gebimmelt. Naja, wo war ich stehen geblieben? Preis-Leistung ist top, kann man nicht zu sagen. Schärfe hier, wieder vor der Kamera. Ja, also da muss man nichts zu sagen. Also die sind scharf. Na ja, das war jetzt wieder Vorführeffekt, aber naja, so ist das halt live hinter der Kamera. Jo, das war es eigentlich zu dem Messer von meiner Seite aus. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, haut das in die Kommentare. Ich bin da
gerne bereit, was zuzuschreiben oder so. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Restsonntag noch. Und man sieht sich. Bis dann. Ciao.